wie sie in ethische ökologische Fonds und ETF 2021 investieren. Hallo liebe Anleger, heute erkläre ich etwas über ökologische Geldanlagen. Immer mehr Sparer wählen Wertpapiere nicht nur nach ihrem Verhältnis von Chancen und Risiken aus, sondern auch nach sozialen und ökologischen Gesichtspunkten. Was sich hinter dem Label nachhaltig verbirgt, sollten Anleger genau prüfen. Der regelmäßig von Verbraucherschützern empfohlene Indexfonds MSCI World investiert in die weltweit erfolgreichsten Unternehmen und bildet nahezu die gesamte Weltwirtschaft ab. Damit erzielt er eine ordentliche Rendite, das Risiko der Anlage ist breit gestreut. Über diesen Fonds fließt allerdings auch Kapital zu führenden Waffenproduzenten, Tabakkonzernen, Klimasündern und zu Firmen, die nicht nachvollziehbar belegen können, dass sie keine ethisch verwerflichen Geschäftsmodelle wie Kinderarbeit nutzen. Etliche Anleger wollen aber auf dieser Grundlage keine Gewinne erzielen. Immer mehr Verbraucher legen Wert auf fair und ökologisch nachhaltig produzierte Produkte und honorieren Unternehmen, die positive Beiträge für die Gesellschaft leisten. Laut aktuellem Marktbericht des Forums Nachhaltige Geldanlagen haben sich solche ethisch motivierten Investitionen privater Anleger 2019 im Vergleich zum Vorjahr um rund 23% auf 18,3 Milliarden Euro erhöht. Was versteckt sich hinter den Ökofonds und ethischen Banken? Es bestehen vielfältige Möglichkeiten, sozial und ökologisch verantwortungsbewusst zu investieren. Für Privatanleger eignet sich ein nachhaltiger Investmentfonds oder ETF, da er mit verhältnismäßig kleinen Beiträgen eine größere Risikostreuung erzielt als eine Investition in Einzelaktien. Der Markt ist allerdings unübersichtlich. So fehlt zum Beispiel derzeit noch eine allgemeingültige Definition für nachhaltige Geldanlagen. Anleger sollten sich daher genau die Kriterien anschauen, die bei dem jeweiligen Fonds hinter dem Label Nachhaltigkeit stecken. Zahlreiche Fonds arbeiten derzeit bereits mit Negativlisten, die bestimmte umstrittene Branchen oder Unternehmen ausschließen. Weiter gehen Fondsmanager, die gezielt Titel nach festen Nachhaltigkeitskriterien auswählen. Den höchsten Anspruch in Sachen Nachhaltigkeit haben Fonds, die ausschließlich in Firmen investieren, die eine Vorreiterrolle beim Umweltschutz oder den sozialen Standards einnehmen und ihr Geschäftsmodell entsprechend ausrichten. Neben den ethisch-ökologischen Gesichtspunkten sollten Anleger die Renditen nicht aus den Augen verlieren, da sich auch eine nachhaltige Geldanlage natürlich rechnen sollte. Das Risiko dieser Anlagen unterscheidet sich übrigens kaum von dem eines herkömmlichen Wertpapierinvestments. Auch wer sein Geld grün und sozial anlegen will, sollte dies langfristig ausrichten, um eventuell Kursschwankungen aussitzen zu können. Sollte dir der Ausblick auf ethisch-ökologische Geldanlagen gefallen haben, dann bitte ich um ein Like und Folgen des Kanals. Vielen Dank.